Hallo Freunde Roonies, da bin ich wieder und ich habe euch versprochen, ich gebe euch ein bisschen mehr Kultur, weil die Kultur wieder eröffnet hat und ich bin diese Woche hier im Hintergrund, wir werden das einige KennerInnen schon sehen, am Hamburger Bahnhof. Der Hamburger Bahnhof ist einer meiner Lieblingskunststandorte und hat seine neue Ausstellung diese Woche eröffnet mit Katharina Grosse. Ich bin sehr gespannt, werde euch ein paar Bilder aus dem Innenraum gleich zeigen und vielleicht noch ein, zwei Key Facts zum Hamburger Bahnhof. 2004 gibt es den Ort in der jetzigen Form, als er saniert wurde. Davor war es tatsächlich ein Kunststandort, der bis 1987 in den Dornröschenschlaf gefallen ist, weil er während der Teilung in Grenznähe lag und vorher aber auch gar nicht so lange Bahnhof gewesen ist. Also tatsächlich ist er gebaut worden als Kopfbahnhof, um von hier aus nach Hamburg zu fahren. Dafür wurde dann allerdings kurze Zeit später der Lehrter Bahnhof genutzt. Lehrter Bahnhof heute besser bekannt als der Hauptbahnhof. Und der Bahnhof hier war deswegen nur relativ kurz. Bahnhof ist danach tatsächlich ein Vorläufer des Technikmuseums geworden. Dann nach dem Krieg, wie gesagt, in einen Dornröschenschlaf gefallen. Ab 87 wieder Kunststandort und neu saniert 2004. Wundervolle Ausstellung gibt es hier. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal erzählt, dass auch die hinten die Flickhallen, die Riekhallen mit der Sammlung Flick leider verschwinden muss. Aber den Außenbereich zeige ich euch nachher nochmal, weil auch der von Katharina Grosse fantastisch gestaltet worden ist. Okay, ich gehe rein und gebe euch später noch einen Eindruck. So, ich bin gerade drin gewesen und es ist tatsächlich ganz fantastisch, aber man sieht, dass die monumental farblich rahmensprengenden Installationen von Katharina Grosse auch noch, ich mache es mal im Hintergrund ein bisschen heller, im Außenraum weitergeht. Da seht ihr das Ganze. Es ist ein unglaubliches Farbspektakel, eine Farbexplosion, die sich hier über die kompletten Riekhallen zieht, die ehemaligen Bahnhofshallen. Und wir sehen auch diesen Ort. Wir waren eigentlich genau an derselben Stelle schon vor ein paar Wochen, als ich was erzählt habe. Und zwar ist das der Ort, wo die Sammlung Flick ist, die Berlin bald verlassen wird. Der Kunststandort wird sich hier massiv verkleinern. Es ist ein riesengroßer Verlust. Aber umso schöner, dass wir jetzt das Ganze noch einmal sehen können mit dieser raumgreifenden, monumentalen Farbinstallation von Katharina Grosse. Also zieht's euch rein.